SIPTV-Zuschauer, wir haben uns jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Deshalb haben wir uns gedacht, wir machen mal wieder ein Video mit Toni. Heute möchte ich euch die SAB-Vergaser erklären. And for all you English-speaking guys, click on CC for the subtitles, okay? So, was ist das? Eine Small Frame? Sieht man, ich bin groß, die ist klein, also ist es eine Small Frame. Small Frame gab es V50, Primavera, ET3, PK und so weiter. Und warum erzähle ich euch das eigentlich alles? Klar, die hatten alle einen SAB-Vergaser verbaut und die möchte ich euch erklären, ganz einfach. Wo sitzt der Vergaser genau? Das zeige ich euch. Einmal die Werkzeugbox raus. Würde man jetzt schon hinkommen zum Einstellen, wir wollen ihn aber ganz raus machen, also muss auch der Tank raus. Und dort unten sitzt der Vergaser. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, zeige ich es euch mal am Schnittmotor, okay? So, wie ist das Ganze aufgebaut? Ganz einfach, Luftfilter, Vergaser, Ansaugstutzen, Hülse, Ansaugstutzen. So, um an den Vergaser ranzukommen, erstmal den Luftfilter runter machen und dann habe ich schon hier den Vergaser. Was ist an dem Vergaser Besonderes? Also im Groben erstmal hier oben ist so ein kleiner Stutzen, da kommt der Benzinschlauchanschluss hin, also vom Tank, die Verbindung von Tank zu Vergaser. Wenn das mal nicht gut läuft, das Ding, kann man auch hier nachschauen, ob der Filter vielleicht verdreckt ist. Und der Filter befindet sich hier unten drunter. Seht ihr? Die kann man mit Benzin sauber machen, aber besser gleich einen neuen reinmachen. Luftfilter, Benzinfilter, Vergaser, diese ganzen Sachen, die ihr hier seht, gibt es bei SIP Scooter Shop zu kaufen. Und die ganzen Informationen, die Details, da schreibe ich euch dann den Link unten rein in die Beschreibung vom Video, damit ihr das alles nochmal nachlesen könnt, wenn Fragen auftauchen. Okay, weiter geht's. Hier habe ich die Gaswippe sozusagen. Also wenn ich den Seilzug hier einhänge und Gas gebe, dann dreht sich das Ding hier nach oben. Okay? Standgaseinstellung ist auch hier. Kann ich mit der Schraube drauf fahren oder mit der Hand. Drehe ich das Ding rein, wird das Standgas höher, drehe ich es raus, also im Gegenuhrzeigersinn, wird das Standgas kleiner. So, was haben wir noch an dem Vergaser? Wir haben hier die Gemischeinstellschraube. Grundeinstellung ist, ganz reindrehen, 1,5 Umdrehungen raus, dann sollte der Motor, wenn alles andere passt, eigentlich laufen. Dann hat man mal die Grundeinstellung, eine grobe. Hier unten befindet sich die Schirmerkammer, das ist der Schirmerkammerdeckel. Mache ich diese zwei Schrauben hier auf, komme ich dann an die Hauptdüse. Genau. Soweit so gut. Diese Schraube löst die Schelle. Im eingebauten Zustand komme ich da auch von oben hin, weil man muss ja auch im eingebauten Zustand das alles rausbekommen. Ist übrigens nicht so komfortabel wie hier jetzt. Das kann man sich ja denken. Vergaser raus. So sieht er aus. SAB haben wir ja anfangs schon gesagt. Dann kann ich die Ansaugstützenhülse runterbauen. Und hier haben wir jetzt nochmal ein sehr interessantes Detail. Ich muss erstmal die Befestigung wegmachen, das habe ich jetzt vergessen. Also hier hinten drin sitzt eben so ein Clip, das ist so ein Federstahl, so ein Ring. Und den muss man runter machen. Daran erkennt man den gekonnten Schrauber, wenn er das runterbekommt. Okay, Spaß beiseite. Ihr seht hier drin den Filzring. Wenn der hier nicht drin sitzt oder falsch drin sitzt oder gerissen ist irgendwas, zieht der Motor Falschluft und läuft zu mager. Noch ein weiterer Fehlerteufel, der sich einschleichen kann. Also wenn ihr hier irgendwas macht, immer das Ding kontrollieren und gegebenenfalls austauschen. Gibt es auch beim SIP zu kaufen. So, hier ist der Ansaugstutzen. Da gibt es zwei verschiedene, im Groben sage ich jetzt mal. Es gibt den Zweiloch-Ansaugstutzen, das sieht man an den zwei Stehbolzen. Und es gibt den Dreiloch-Ansaugstutzen. Genauer gehe ich darauf jetzt nicht ein. Das seht ihr auch alles in unserer Beschreibung. Ich schreibe euch das unten im Link auch nochmal rein im Video. Okay? So, wenn der runter ist, dann haben wir eigentlich den kompletten Ansaugtrakt demontiert. So, wir strippen jetzt das Baby komplett, damit ihr seht, was wo liegt und wie das funktioniert. Ich fange immer unten an, an der Schwimmerkammer. Das schwarze hier ist der Schwimmerkammerdeckel. Kann ich mit dem Schraubenzieher aufmachen, ganz einfach die zwei Schrauben. Zack und ab. Hier sitzt der Schwimmer. Das funktioniert im Grunde so, also hier läuft der Sprit rein, drückt den Schwimmer nach oben und wenn der ganz oben angekommen ist, ist da unten ein Ventil drin, das dichtet dann ab, damit da nicht mehr Sprit nachlaufen kann. Ist das Ding da unten, also die Schwimmernadel, undicht, dann kann Sprit nachlaufen, wenn er nicht soll, kommt aus dem Vergaser raus oder läuft im Motor rein, der Motor springt nicht mehr richtig an. Also wenn der Motor mal nicht richtig anspringt, kann es auch das hier sein. Okay.
Das bauen wir jetzt auch raus. Dann nehme ich meistens eine Büroklammer, halt irgendwas Dünnes, dass ich da reinkomme, weil da sitzt ein Stift, der den Schwimmer hält. Zack, und da springt er schon raus. Nicht verlieren. Rausnehmen. Und schon habe ich die Schwimmernadel. So, und die Schwimmernadel hat hier oben eine Dichtung. Wenn man die ganz genau ansieht, dann sieht man bei einer defekten Schwimmernadel, dass dieser Gummi hier eine Einkerbung drin hat und dann kann es nicht mehr richtig abdichten. So, weiterhin haben wir hier die Hauptdüse und die Schockdüse. Die Hauptdüse, Schockdüse und Nebendüse mal ganz kurz erklärt. Also, für den unteren Bereich ist die Nebendüse zuständig und für den mittleren Bereich kommt dann schon die Hauptdüse mit dran. Und wenn man Vollgas gibt, ist dann nur noch die Hauptdüse am Arbeiten. So mal ganz grob erklärt vom Prinzip her. Okay. Will ich jetzt meine Hauptdüse ändern oder säubern, muss ich die natürlich rausdrehen. Ist der Roller länger gestanden, kann sein, dass es verschmockt ist innen drin. Ich kann hier durchschauen. Wenn ich nichts mehr sehe, dann muss ich entweder die durchstoßen, sauber machen oder am besten eine neue gleich kaufen. Kostet nicht die Welt und dann hat man einfach eine richtige Düse, die passend funktioniert. Selbiges mit der Schockdüse kann ich rausdrehen. Die sieht ein bisschen anders aus, die ist länger, so. Und die wird dann hier oben, also folgendermaßen, der Schockzug kommt hier rein und um den hier einzuhängen, muss man das hier aufmachen. kann vorkommen. Da, warm, warm, heißer, heißer, ganz heiß, da unten, jawohl. Ja, Lukas hat gute Augen, danke sehr. So, was haben wir noch? Wir haben die Nebendüse. Die Nebendüse sitzt hier außen, kann ich auch aufmachen. Passt bei den Düsen ein bisschen auf, wenn ihr die auf- und zuschraubt, weil das relativ weiches Material ist, dass ihr da nichts kaputt macht. So, da haben wir die drei Kandidaten. Hauptdüse, Schockdüse, Nebendüse. Okay, zu guter Letzt haben wir noch den Gasschieber. Quasi das Teil, das auf- und zumacht, wenn ich Gas gebe. Da müsst ihr auch mal wieder aufpassen, da ist nämlich eine Feder drin, damit das nicht rausspringt, wie gerade eben. Und dann seht ihr den Gasschieber. Hier unten ist auch eine Dichtung drin. Das ist der Gasschieber. Das ist mit der Feder befestigt. Wenn ich ziehe, dann geht das Ding rauf und runter. Okay? So, wenn ihr den Vergaser sauber machen wollt, dann ist es am besten, wenn ihr ihn so da habt wie jetzt. Weil dann kann man alles genau säubern mit Bremsenreiniger. Ultraschallbad wäre nicht schlecht. Dann die ganzen dünnen Röhrchen mal durchstoßen, aber auch nicht zu fest. Und wenn alles nichts hilft, ich sag's euch ganz ehrlich, dann holt euch einen neuen Vergaser. Der kostet nicht die Welt. Und wenn das Ding einfach mal 2 Jahre gestanden ist und alles verschmockt ist mit irgendwelchen Ablagerungen, dann ist es wirklich meistens besser, einen neuen zu holen. Weil, warum soll man 2 Tage an dem Ding rumschrauben? Da kann man ja mit der Perle Kaffee trinken gehen und einfach nur einen Vergaser rein und gut ist. Alle Informationen zu den Sachen, die wir geschraubt haben, jetzt Artikel und so weiter, falls es euch vielleicht jetzt zu viel war oder so, könnt ihr nochmal nachlesen. Die haue ich euch in den Link unten mit rein. Und im nächsten Video schauen wir uns dann den SI-Vergaser an von den großen Dingern, PX etc. Ja, das war's soweit.